Moin, liebe Top-Familie und liebe Fußballfreunde draußen. Euer herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal und zum 29. Spieltag hier der dritten Liga, meine Lieben. Ja, wir gehen auf das Ende der Saison zu. Und es sind irgendwie nicht mehr so viele Spieltage, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Also vom Gefühl, außer ich bin jetzt blöd, aber ja, doch, also wir haben doch noch 10 Spieltage. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie diese Spiele sich. Ja, wer noch überzeugt, wer steigt auf, wer steigt ab? Also das kann sich sehr, sehr schnell immer alles wenden, wenn wir ehrlich sind. Und ich bin sehr gespannt auch auf eure Meinung zu den Begegnungen. Deswegen, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und vor allem schreibt eure Tipps unten in die Kommentare hin. Freue ich mich wie immer sehr drauf. Ja, bevor wir aber tippen werden, gehen wir auf die Punkte ein. Ich sag mal, ich bin zumindest über eine Sache froh, dass Bielefeld und Ferl unentschieden gespielt haben. 7 Punkte. Ja, ich habe die Tore von Sandhausen richtig getippt. Das Tor. Ich habe das Tor von Ulm richtig getippt. Und das Tor von Essen. Genauso wie in der zweiten Liga ein absolutes Trauerspiel. 10 Punkte nur geholt. Dieses Wochenende, was jetzt war, war absolut einfach nur traurig alles, wenn ich ehrlich bin. Das war absolut traurig einfach nur alles. Naja, hoffen wir mal, dass es am nächsten Spieltag besser läuft. Wie gesagt, Gesamtpunktestand kann ich erst irgendwann im April bekannt geben, weil dann findet ja dieses letzte Nachholspiel statt. Wir haben ja nur noch ein Nachholspiel und das ist Saarbrücken gegen Unterhaching. Das dauert noch. Das findet statt. Ich muss mir hier nur ganz kurz gucken. Hier kurz gucken. Das ist am 10.4. Das heißt, so gesehen, der 10.4. Ich weiß jetzt gar nicht, was das für ein Tag ist. 10.4. Das ist Mittwoch. Das bedeutet, am 16. April können wir dann hoffentlich, wenn dann bis dahin kein Nachholspiel ist, dann ein Gesamtpunktestand dann auch endlich in dem Sinne dann endlich in dem Sinne hier resümieren. Von daher, also, so viel auf jeden Fall dazu. Ich würde sagen, wir starten rein mit dem ersten Spiel, das da heißt Dresden gegen 1860. Sehr, sehr interessantes Spiel. Erstmal hier natürlich 1860. Leider jetzt ja verloren, aber auch nur knapp mit 0-1 gegen Ulm. Ulm ist absolut stark. Also, das muss man ganz klar so sagen. Ulm gefällt mir richtig gut, die haben jetzt ja aber trotzdem ja schon ein Spiel verloren, wenn ich mich jetzt ja nicht irre. Ich bin mir da jetzt nicht mehr zu hundertprozentig sicher, aber die haben doch jetzt in der Rückrunde doch ein Spiel verloren. Oder war das nicht so? Ich muss mal eben hier ganz kurz gucken. Da haben sie gewonnen. Da haben sie gewonnen. Da unentschieden. Unentschieden gewonnen, gewonnen. Ah, das haben sie verloren, aber das war im letzten Jahr. Nee, die sind in diesem Kalenderjahr immer noch ungeschlagen. Gemeinsam, und das muss man sagen, aber da kommen wir ja noch zu. Noch mit einer anderen Mannschaft. Jetzt reden wir über 1860. 1860 ist aber auch stark in der Rückrunde. 4 Siege, 3 Unentschieden, nur 2 Niederlagen. Dabei 6 Gegentore, also genauso viele Gegentore bekommen tatsächlich wie Ulm und damit die beste Defensive in der Rückrunde. Da sind wir auch vorhin in der zweiten Liga drauf eingegangen. Deswegen, wie gesagt, unbedingt checkt das Video auch aus. Dresden gefällt mir absolut nicht. Dresden spielt schlecht. 5 Spiele verloren. Also das spricht auch in dem Sinne Bände. Man spielt keinen guten Fußball. Man spielt zu Hause. 1860 will. 1860 möchte nach oben kommen. Möchte noch das Beste aus dieser Saison rausholen. Und das ist was natürlich nachvollziehbar. Ich glaube schon. Ich habe hier einen Bernfried. Ich glaube schon, dass 1860 was mitnehmen kann. Die Frage ist, wie viel können sie mitnehmen? Also 1-1 war so mein erster Instinkt, weil ich glaube, dass das auch realistisch ist.
1-2 kann aber auch sein. Ich bin ehrlich, ich bin optimistisch aus Sicht von 1860. Dresden spielt für mich aktuell keinen guten Fußball. Demzufolge gehe ich hier auf 1860. Kommen wir zum nächsten Spiel, das da heißt. Ah. Mein Gott, ey. Ich weiß nicht, warum das auf dieser Seite ist. Vielleicht muss ich mir eine neue Seite raussuchen. Das ist immer irgendwie echt ätzend. Dortmund 2 gegen Bielefeld. Und ich muss das irgendwie anders nochmal machen. Ich weiß es noch nicht. Ja, Dortmund 2. Gucken wir mal auf den letzten Spieltag. Letzter Spieltag. 2-1 in Duisburg verloren. Und damit ist Dortmund 2 weg von der Liste von allen deutschen Clubs aus der ersten, zweiten und dritten, die ungeschlagen sind. Wir haben nur noch Leverkusen, Borussia Dortmund, Ulm, Preußen Münster. Ich glaube, wir haben nur noch diese vier, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, wir haben nur noch diese vier Mannschaften. Also das ist absolut krank trotzdem. Und Dortmund 2, auch wenn man jetzt eben verloren hat, man steht insgesamt sehr gut da. Man hat Platz 5. Man spielt eine gute Rückrunde, wie gesagt, vor allem. Insgesamt hat man jetzt in der Rückrunde 17 Punkte geholt. Und wenn man das jetzt mal überlegt, 17 Punkte, 45. Also ich sag mal, Punkte haben sie ja jetzt. Das ist wirklich eine starke Statistik. Und spricht natürlich für diese Mannschaft. Man spielt gegen Bielefeld und bei Bielefeld, oh, das wird ganz unangenehm für Bielefeld. Bielefeld muss alles geben. Die müssen die Klasse halten. Das wird sonst ganz unangenehm für den Verein, wenn wir ehrlich sind. Aber ich sehe für die Schwarz bei Dortmund. Muss ich leider zugeben. Ich gehe hier auf ein. Ich will schon sagen, ich gehe hier auf ein 3-0. Also, die Mannschaften kann man aktuell nicht vergleichen. Und ja, auch wenn Duisburg unten steht und Duisburg gegen Dortmund 2 überrascht hat, Duisburg hat aber auch die letzten Spiele schon gut gespielt. Und Bielefeld nicht. Das ist da das Ding. Kommen wir zum nächsten Spiel, das da heißt Freiburg 2 gegen Lübeck. Auch eine sehr interessante Begegnung, weil natürlich beide Mannschaften unten stehen. Freiburg 2, 16 Punkte. Ich sag mal, dadurch ist der Abstieg, zumindest von Wahrscheinlichkeiten, bei denen höher als bei Lübeck. Lübeck 23 Punkte, haben 7 Punkte Rückstand, während Freiburg 2 eben 14 Punkte Rückstand hat auf dem Platz, der eben kein Abstiegsplatz ist. Das ist natürlich so ein gewisser Unterschied eben dann. In der Hinrunde war dieses Spiel, gucken wir mal, ein 1-0-Erfolg für Freiburg 2. So. Wir müssen jetzt auf die letzten Spiele schauen. Freiburg 2 hat jetzt in Sandhausen knapp 1-0 verloren. Lübeck 0-0 gegen Saarbrücken. Davor die Woche hat Lübeck 3-0 in Halle verloren. Freiburg 2 zu Hause gegen Waldhof Mannheim 1-0 gewonnen. Davor hat Freiburg 2 in Ingolstadt 3-2 gewonnen. Und Lübeck zu Hause 3-0 gegen Münster verloren. Davor, ich nehme jetzt noch diesen Spieltag, hat Freiburg 2 gegen Bielefeld zu Hause verloren und Dresden zu Hause gegen Lübeck gewonnen. Lübeck geht klar der Trend nach unten, muss man zugeben. Also das ist halt entweder ein Unentschieden oder ein Sieg für Freiburg 2. Unentschieden könnte ich mir vorstellen. Ich sage aber, Freiburg 2 wird knapp mit 2-1 gewinnen. Kommen wir zum nächsten Spiel. Das da heißt Saarbrücken gegen Aue. Interessante Begegnung. Aue spielt okay, aber so rückrundenmäßig insgesamt ein Ticken besser als Saarbrücken. Aue Platz 6 in der Rückrunde, Saarbrücken Platz 7. Saarbrücken hat nur ein Spiel bislang in der Rückrunde verloren. 3 Siege, 4 Unentschieden. Aue 4-3-2 in der Reihenfolge. Beide unter 10 Gegentore. Saarbrücken ist da auch ein Ticken besser. Sie spielen zu Hause. In der Hinrunde war dieses Spiel ein 2-0-Erfolg für Aue. Und da hat Saarbrücken aber auch nicht gut gespielt. Die haben sich wieder gefangen. Und vom Gefühl würde ich trotzdem sagen, ist Aue vielleicht leicht im Vorteil. Saarbrücken insgesamt 3 Gelbsperren,
darunter Nai, Nai, Zeitz und Brünker. Ich sag mal, das macht auch irgendwas mit der Mannschaft. Deswegen glaube ich, dass Aue hier vielleicht knapp, ganz, ganz knapp hier die Nase vielleicht vorn haben wird gegenüber Aue und ich tippe ein 0 zu 1. Kommen wir zum nächsten Spiel und ja, reden über zwei absolute Trauerspiele, auch hier. Regensburg gegen Ingolstadt. Ingolstadt hat jetzt am letzten Spieltag. Ich bin falsch. Nee, warte mal, hä? Ah, nee, nee, ich bin nicht falsch. Ich habe nur falsch geguckt. Da, Ingolstadt hat jetzt 1-3 gegen Viktoria Köln verloren. Regensburg, ja, 3-1 in Mannheim verloren. Die Woche davor hat Ingolstadt 0-0 in Ulm gespielt. Regensburg zu Hause auch. 0-0 zu Hause gegen Aue. Davor hat Ingolstadt verloren, also ganz schlecht. Regensburg auch verloren. Wir reden hier über zwei Mannschaften, die in der Rückrunde nicht gut punkten. Ingolstadt erst 9 Punkte in der Rückrunde nach 9 Spielen. Regensburg 11 Punkte nach 9 Spielen. Ganz schlecht. Also natürlich ist das Ziel Aufstieg. Aber so wie man aktuell spielt, kann man das ein bisschen vergessen. Auch wenn man nicht mit einer Momentaufnahme gehen darf. Aber für mich ist das hier so ein klassisches 2-2. Kommen wir zum nächsten Spiel. Das da heißt Viktoria Köln gegen Waldhof Mannheim. Bin ich ehrlich, Viktoria Köln, die letzten Spiele sehr, sehr überraschend. In der Rückrunde jetzt insgesamt auf Platz 11 gekommen. 4-1-4, 13 Punkte geholt. Haben jetzt ja auch eben, wie gesagt, zuletzt ja auch gewonnen, eben in Ingolstadt, Mannheim gegen Regensburg. Also wir sprechen hier gerade über die Gewinner der Mannschaften, die ich eben getippt habe. Das finde ich ganz, ganz schwer, weil Waldhof Mannheim will natürlich eben nicht absteigen. Viktoria Köln ist da in dem Sinne, ja, hat zumindest einen kleinen Vorsprung halt eben darauf. Und Mannheim würde eben mit dem Sieg einen großen Schritt machen, Richtung zumindest eben einen Nicht-Abstiegsplatz belegen. Ich könnte mir vorstellen, sogar, dass sie gewinnen, wenn ich ehrlich bin. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube, das wird ein torreiches Spiel, 2-3. Ich sage, Mannheim überzeugt. Kommen wir so gesehen zum Topspiel und da kann nur eine Mannschaft natürlich eigentlich gewinnen. Preußen Münster gegen Halle. Was geht mit Preußen Münster ab? Jetzt mal wirklich ganz im Ernst. Ich finde, das ist so unfassbar stark, was Preußen Münster und Ulm in der dritten Liga zeigen. Die spielen gegen Halle und Halle ist natürlich eine Mannschaft, die natürlich auch für Überraschung gut ist. Jetzt, wie gesagt, ja 1 zu 0 gegen Dresden gewonnen. Gegen eine Mannschaft gewonnen, die aber aktuell schlechten Fußball zeigt. Preußen Münster, ungeschlagen in diesem Kalenderjahr. Unfassbar stark. Man steht aktuell auf Platz 4. Man hat 4 Punkte Rückstand auf Dresden, die Dritter sind. Dresden ist Dritter. Dresden war sehr lange Zweiter. Dresden hat 10 Spiele verloren, Preußen Münster in der Saison erst 6. Ich würde es echt nicht wundern, wenn Preußen Münster hier jetzt den 13. Saisonsieg einfährt, wenn ich ehrlich bin. Das wird gegen Halle ein gutes. Ich darf nicht zu optimistisch sein, aber ich sage trotzdem ein 3-1. Kommen wir zum nächsten Spiel, zu den Sonntagsspielen und reden über Unterhaching gegen Duisburg. Unterhaching steht gut da. Platz 7, 43 Punkte. Also auch hier sehr, sehr gute Platzierung. Man spielt eine gute Saison. Eben als Aufsteiger. Duisburg Platz 18, aber eben die Nicht-Abstiegsplätze sind in naher Ferne wirklich auch, muss man sagen. Und eben zuletzt auch eben fährt man gute Ergebnisse ein. Dortmund 2 jetzt eben geschlagen, das ist unfassbar stark. Klar, davor eben gegen Münster verloren, die aber auch aktuell echt, echt guten Fußball spielen. Davor hat man gegen Viktoria Köln gewonnen, davor gegen Ferl. Also ich glaube schon, dass sie die Siegesserie fortsetzen werden gegen einen Unterhaching, die auch stark spielen. Gehe deswegen auch nur auf ein 0 zu 1. Kommen wir zur vorletzten Begegnung. Ferl gegen Rot-Weiß Essen. Ferl aktuell auch eher so ein bisschen, ja,
eher schwach unterwegs. Er ist ein Sieg in der Rückrunde geholt. Essen dahingehend ein bisschen besser unterwegs. 13 Punkte in der Rückrunde geholt. Ich glaube schon auch, dass die hier Favorit sind. Verl wird noch Probleme haben. Oder stehen die auf dem Abstiegsplatz? Ich muss mit dir ganz kurz gucken. Nee, aber ich sage, die werden noch Probleme bekommen. Die werden noch unten mit reinrutschen, sage ich. Wie gesagt, man darf nicht vergessen, wir haben noch 10 Spiele. Glaube, es wird ein Sieg für Essen. Und dann kommen wir zum letzten Spiel, das da heißt eben Ulm gegen Sandhausen. Ulm, stark. Man ist, und das will ich nicht ganz kurz sagen, Platz 2. Patzt jetzt an diesem Spieltag Regensburg und Regensburg verliert oder spielt unentschieden und Ulm gewinnt, ist Ulm Platz 1. Das muss man sich mal kurz eben vorstellen. Das ist unfassbar stark, was dieser Verein leistet. Haben schon mal in der Bundesliga gespielt. Also, das ist absolut stark, was die machen. Sandhausen ist natürlich in der Rückrunde auch gut unterwegs. Trotzdem gehe ich hier auf ein knappes 2:1 für Ulm. Ja, es kann ein Unentschieden werden, aber ich glaube an Ulm. Ich drücke euch echt die Daumen. Das kann echt eine richtig starke Saison werden von Ulm. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die, wie die sich in den nächsten Spielen präsentieren werden. Meine Lieben, das sind meine Tipps hier zum 29. Spieltag. Und so sieht für mich hier die Tabelle aus, dann demzufolge. Wie gesagt, das ist nur ein Nachholspiel, von daher ist das ja nicht so viel Veränderung dann. Von daher, ich bin auf jeden Fall sehr auf diesen Spieltag gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ihr wisst, was zu tun ist. Lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Schreibt eure Tipps unten in die Kommentare hin. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns in einer Woche dann wieder. Und bis dahin bleibt mir noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Topfamilie und liebe Fußballfreunde da draußen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.